Guten Morgen euch allen am Sonntag, dem 5. Juli. Unser Go for Peace Impuls freut sich wieder, mit euch gemeinsam in diesen Sonntag zu starten. Ich sitze hier vor dieser Dreifaltigkeits-Ikone von Rubeljew, die ja auseinandergebrochen ist, das wisst ihr alles schon. Und die Frage, die diese Ikone in mir immer wieder aufwirft, ist die Frage, wer eigentlich dieses Geheimnis dieser unendlichen Liebe, dass ein Gott seinen Sohn loslässt aus dem Himmel in die Welt hinein, wer das überhaupt begreifen und verstehen kann. Und ein Teil des heutigen Evangeliums gibt darauf eine Antwort. Wiederum von Matthäus aufgeschrieben in seinem 11. Kapitel und im Vers 25 heißt es da: In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, du Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Also, wer begreift dieses Geheimnis einer Liebe ohne Grenzen, dass ein Gott seinen Sohn in diese Welt sendet? Die Antwort, die Jesus selber im Evangelium gibt, ist die Unmündigen, also die Mundlosen, die, auf die niemand hört. Und ich habe mich heute Morgen gefragt, an wen hat Jesus dabei wohl gedacht? Vielleicht ja an diese syrophönizische Frau, die ja eine Heidin war in den Augen der Juden. Und sie kommt zu Jesus und das Kind von ihr ist von einem Dämon besessen und sie bittet ihn, dem Kind zu helfen. Und dann sagt Jesus: Ja, aber ich bin zuerst mal zu den eigenen Leuten gesandt und die Frau bleibt aber dran. Und als Jesus dieses etwas harte Bild von dem Brot gebraucht, was man nicht den Hunden vorwerfen soll. Also er vergleicht diese Frau mit Hunden, sagt sie, ja, aber auch die Hunde bekommen von den Krümeln, die vom Tisch fallen. Diese Frau, auf die kein Jude gehört hätte, vielleicht gehört die zu den Kleinen. Oder wer war noch so eine mundlose Frau? Vielleicht diese alte Witwe, die im Tempel sitzt und die mit den 2 Geldstücken, die sie in den Opferkasten wirft, alles gibt, was sie hat. Auch auf diese Witwe hätte keiner geachtet. Denn die Großen dieser Welt, die versuchen immer Kontakt zu den Großen, die Präsidenten zu den Präsidenten, die Firmenchefs zu den Firmenchefs, die Sportasse zu den Sportassen. Aber die sind besetzt von sich selber. Die gucken ganz, ganz stark, schnell nur auf sich selber. Und die Kleinen, die Mundlosen, die Angewiesenen, die sich von anderen etwas erwarten und die ihre ganze Hoffnung oft auf die anderen setzen, das sind die, die dieses riesige Vertrauen haben, was das Herz Gottes immer neu bewegt. Also, wenn wir das Göttliche, diese göttliche Liebe, dieses mir alles vom anderen erwarten und bereit sein, alles für ihn zu geben, wenn wir das tiefer lernen wollen, ich glaube, dann müssen wir immer neu auf die Kleinen, auf die Mundlosen, auf die Alten, auf die Kranken, auf die Kinder, auf die Flüchtlinge, also auf die, denen nicht so schnell jemand eine Stimme gibt, setzen und im Kontakt mit ihnen sein. Das ist die Einladung dieses heutigen Tages, wirklich, hör auf die Kleinen. Listen to the little ones. Ich wünsche euch einen guten Sonntag.